HOM-FPV. Wieder mal ein kleiner Kopter, in dem Fall 2,5 Zoll. Wieder mal mit DJI-FPV im Fokus. Das ist nun mal deren, ich sag mal, Spezialität. Die haben einen guten Draht zu DJI. Dementsprechend ist das das Erste, was die so an Koptern erstmal entwickeln. Es gibt den zwar auch in der analogen Version, aber wir haben hier den Wingsuit S. Das ist eine erweiterte oder beziehungsweise ja, neue Variante des Wingsuits von HOM-FPV. Und wieder auf den Einsatzzweck für eine Insta360 Go oder Go 2 in dem Fall sogar oder halt eben eine Naked GoPro oder eben das andere Teil von Insta360 wieder darauf halt designt. Wir haben 4S, gerade die erwähnten 2,5 Zoll Propeller. Ja, und das Ganze natürlich dann auch wieder je nach Kombination, was für ein Akku man reinmacht und was man hier so an Kamera drauf macht, liegen wir hier teilweise auch unter diesen magischen 250 Gramm. Was das Teil jetzt genau kann, wie gut es sich fliegt, das schauen wir uns jetzt auf dem Feld an. Es ist ein bisschen windig heute. Aber das bisschen Wind scheint dem Kleinen jetzt hier nicht viel auszumachen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt stark in irgendeine Richtung vom Wind gedrängt werde. Bildübertragung ist sehr gut. Das kennen wir ja von der Vista bzw. von der Nebula Pro, die neue von der Cadex. Die eben ein Stückchen kleiner ist als die normale DJI-FPV-Kamera und aber ansonsten ein gleichwertig gutes, vielleicht sogar besseres Bild, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall mindestens gleichwertig gut überträgt. So, ich fliege jetzt hier gerade einen 850 mAh Akku auf diesem HOM-FPV Wingsuit. Der ist dann dazu noch ausgestattet mit einer Insta360 Go 2. Das Bild solltet ihr jetzt auch die ganze Zeit mehr oder weniger sehen. Ich mache auch zwischendurch ein bisschen das DVR für euch an, dass ihr da einfach mal so einen kleinen Unterschied seht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also der kann das tragen, alles gar kein Problem, scheint soweit in Ordnung zu sein. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass der ein bisschen zu kämpfen hat mit dem Gewicht der Go 2. Jetzt muss man dazu sagen, dass der natürlich nicht für die Go 2 entwickelt wurde. Die ist ja, glaube ich, irgendwie, die, was habe ich gesagt, 8 Gramm schwerer als die Go 1. Und 8 Gramm ist auf diesem Niveau, sage ich mal, auf diesem Größenniveau, auf dem sich der Kopter befindet, ist schon ein bisschen was. Also das ist nicht wenig. Sollte jetzt aber auch nicht so einen krassen Unterschied machen. Also ich habe das Gefühl, er kann das vom Gewicht her sehr gut tragen. Ich traue mich nur nicht so ganz, so richtig viel Akro zu fliegen. Geht aber. Also, ja gut, ich traue mich vielleicht jetzt gerade noch nicht, vielleicht gleich beim nächsten Akku. Aber es geht. Ja, doch, das geht. Okay, Ängste beseitigt. Also der verpackt das echt ganz gut. Ich dachte halt wegen dem Mount oder so, dass das ein bisschen zappelig ist, weil das ja auch hochkant, die Kamera ist da ja hochkant drin. Aber der scheint das sehr gut zu verpacken. Kräftetechnisch kriegt er das sehr gut hin. Ich bin jetzt bei mittlerweile 3 Minuten Flugzeit. Und das mit diesem kleinen Ding und dem ganzen Gewicht, sage ich mal. Also, ja, wieder mal ein HOM-FPV-Produkt, was halt einfach abliefert. Also das muss man sagen, die wissen, was sie tun. Die machen hochqualitativen Kram, den ich von Bind & Fleiß, ehrlich gesagt, nur so von GapRC und vielleicht iFlight kenne. Aber hier scheint echt alles zu passen. So, ich fliege hier immer schön nah drumherum. Ich habe das Gefühl, dass ich eine sehr gute Steuerung habe hier über den Kleinen. 3,6 Volt pro Zelle. Ich bin bei fast 4 Minuten Flugzeit und das bei dem
Payload, sag ich mal, also mit Insta360 Go und so weiter und so fort. Jetzt so langsam 3,5 bei genau 4 Minuten im Prinzip, mit ein bisschen Akku und ein bisschen Racing. Ich hole den jetzt mal rein und mache den zweiten Akku drauf. So. Zweiter Akku ist drin. Insta360 nimmt auf. Das ist jetzt ein Airline von Tattoo. Auch wieder 850 mA in einem kleinen Blockformat. Das scheint mir so der Sweet Spot zu sein für den Copter. 850 mA. Das scheint soweit in Ordnung zu sein. Und der Airline, man merkt das hier richtig, dass ich noch mal ein bisschen mehr Saft einfach rausziehen kann. Also der fühlt sich direkt wieder ein Stückchen stärker an. Es kann aber auch einfach an dem Akku gerade liegen, den ich gerade benutzt habe. Der ist schon ein bisschen älter, muss man einfach sagen. Der ist schon ein bisschen älter, sehr oft genutzt gewesen. Das hier ist jetzt ein relativ frischer 4S, wie gesagt. Oder vielleicht habe ich es noch gar nicht gesagt, aber es ist ein 4S. 850 mA. Und ja. Schön hier. Ich kann hier richtig enge Manöver, richtig nah am Boden. Also jetzt nicht hier unbedingt, aber so nah über den Blättern, über den Sträuchern hier. Und das passt super. Und ich habe die ganze Zeit wirklich das Gefühl, ich habe vernünftige, gute, volle Kontrolle über das Teil. Kann das sein, dass da die ganze Zeit so ein kleiner Hase hin und her läuft? Da in dieser kleinen Ritze? Ich weiß es gerade nicht. Ja, wir haben heute ein bisschen Wind. Ja, da ist ein Hase. Süß. Wir haben heute ein bisschen Wind. Das heißt, ich kriege hier immer mal wieder so eine Böe tatsächlich mit. Die ist auch gar nicht so winzig. Also in einem normalen, traditionellen Sinne, wo hätte das mit Sicherheit schon so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Oder also nicht nur ein bisschen, sondern definitiv. Aber bei dem Teil hier scheint alles vollkommen in Ordnung zu sein. Ja, Flips. Funktioniert alles. Ich habe durchgehend die Kontrolle. Durchgehend das Gefühl, der hat genug Kraft dafür auch, obwohl die Go 2 noch mit drauf ist. Also, ich kann nicht meckern. Ich kann echt nicht meckern. Home FPV, ich sag's euch, ist eine ganz neue Marke, wie gesagt. Wann haben sie angefangen? Letztes Jahr, Mitte, Ende letzten Jahres, also Mitte, Ende 2020 haben sie angefangen. Und die wollen wirklich qualitativ guten Kram raushauen. Und bis jetzt, das, was ich so reviewed habe, kann ich da nur nickend zustimmen, definitiv. Also lassen sich alle bis jetzt gut fliegen, alles, was ich von denen bisher bekommen habe und so. Wie gesagt, natürlich, die haben es mir geschickt, aber das ist mir ja egal. Also ich würde jetzt nicht irgendwie euch Quatsch erzählen, nur weil ich hier irgendwie einen Copter bekommen habe, sondern ne, der fliegt halt wirklich gut. Also ich habe den vorhin auch ein paar Mal zu Hause fallen lassen, lustigerweise. Und auch dabei scheint ganz gut stabil zu sein. Gut, es ist halt ein Plastikframe. Also ich denke mal, der ist jetzt nicht unzerstörbar. Aber ich denke mal, so einen normalen, holprigen Crash kann man damit schon überleben. Sollte funktionieren. So, ich bin jetzt hier auch wieder bei 3 Minuten 20. Also gerade für Indoor ist das Ding einfach, glaube ich, richtig gut. Und selbst hier Outdoor, das passt alles. 3 Minuten 30, immer noch 3,6 Volt pro Zelle. Ich glaube, ich komme trotzdem jetzt mal rein, weil für mich ganz persönlich, also ich habe soweit einen sehr guten Eindruck. Und das Bild von der Cadax Nebula Pro, muss ich sagen, ist wirklich gut. Also ich fliege jetzt hier auf 50 Mbps und das ist wirklich knackig scharf. Also das aber mal so am Rande, das hat jetzt nichts großartig unbedingt mit dem Copter zu tun. Die wird, glaube ich, momentan in fast jedem neuen Binden Flight Copter mit eingebaut. Ja, 4 Minuten 8, ich habe hier immer noch 3,6 Volt drin, also 3,6 Volt pro Zelle natürlich. Ich komme jetzt trotzdem mal rein. Und dann begeben wir uns
zurück an meinen Arbeitsplatz und dann komme zum Fazit. Ja, wieder zurück hier an meiner Werkbank. Ihr habt es gesehen, das Teil überzeugt tatsächlich. Auch unter den etwas schwierigeren Umständen, zumindest für so einen kleinen Kopter mit den Ducts, der halt extra viel Wind fängt und so, war natürlich der Flug hier und da ein bisschen unruhig, sage ich mal. Aber er hat es trotzdem wie ein Meister geschafft. Es hat alles wunderbar funktioniert und das Ding hat abgeliefert. Was mich natürlich trotzdem immer nervt bei Home FPV ist, dass es die nur in der PNP, also im Prinzip Plug-and-Play-Variante gibt. Das heißt, hat man jetzt, wie ich zum Beispiel, ein Crossfire oder von mir aus soll es dann auch ein FR-Sky sein für die Leute unter euch. So oder so habt ihr einen anderen Empfänger als DJI FPV selbst, dann müsst ihr hier erstmal alles aufschrauben, euren Empfänger dran löten und so weiter und so fort. Das ist nicht immer geil, das ist vor allem nicht sehr anfängerfreundlich, aber die konzentrieren sich halt sehr stark auf eben DJI FPV. Das heißt, wenn man, sage ich mal, die alte Funke von DJI FPV hat, also die V1, die große schwarze, dann funktioniert das hier direkt out of the box. Angeblich soll es ja auch dann bald mit der Funke aus dem DJI FPV Combo Set funktionieren. Mal schauen, ob es dann irgendwann reingepatcht wird oder nicht. So oder so, das finde ich immer ein bisschen nervig, weil es ist halt einfach nervig, immer einen eigenen Receiver da dran zu löten. Ich gebe dann lieber irgendwie die 30 Euro mehr aus und hole mir dann eine Variante, wo der Crossfire-Receiver schon drin ist. Aber FPV, also das mit diesem Kopf dann zumindest, es ist ein Bastler-Hobby. Da müssen wir durch. Ist auf jeden Fall machbar, wie man sieht, natürlich. UARTs sind genug dran, also das kriegt man auch ganz gut verlötet. Ich hatte ja auch gar keine Schwierigkeiten, das Layout von den Flugcontrollern und so, die die in ihren Coptern haben und die die halt auch selbst entwickeln. Teilweise sogar mit einem sehr strangen Design, also Layout, wie der Flugcontroller selbst vom Chip her, vom PCB-Board aufgebaut ist, aber alles sehr übersichtlich. Man kann im Prinzip sofort sehen, ah, okay, da muss das Ding drauf und lässt sich gut löten und hatte da echt gar keine Probleme. Ne? Vor allem kann man das dann hier unten unter diesem TPU-Ding, kann man den Receiver, also in meinem Fall den Crossfire, eben wunderbar verstecken. Link zum Copter findet ihr in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ja, was soll ich sagen? Home FPV. Also eine von momentan, finde ich zumindest, wenigen Firmen, die gut auf Qualität gehen, anstatt auf Quantität oder auf billigstes Material oder auf billigste Sachen. Kann man nicht meckern. Von daher, ihr habt es bis zum Ende geschafft. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein.